Moin Freunde, wir stehen noch im T-Shirt, ich glaube das 20. Oktober rum und wir haben Bombenwetter. Kurze Vorgeschichte, ich war bei unserem Gruppenadmin, dem Philipp, in unserer Facebook-Gruppe an der Nordsee zu Besuch und wir waren wieder auf dem Hof, wo es das leckere bunte Bentheimer Fleisch gibt. Der Philipp hat vorab sich informiert und hat mir zwei schöne Stücke Fleisch besorgt. Natürlich haben wir auch da vor Ort Fleisch gegessen. Aber ich habe hier was ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar hier einen Schwenker rüber. Und zwar seht ihr die beiden Koteletts hier. Die sind dunkelrot, schon fast wie Rindfleisch. Und das sind Koteletts von einem 4 Jahre alten Eber, der geschlachtet wurde. Das war ein Zuchteber, der wurde dann geschlachtet. Dann wurde in der Metzgerei eine Kochprobe, eine Test gegrillt und gekocht. Das macht man bei Ebern so, weil man kann, es kann sein, dass die Ammoniak, das Fleisch so viel Ammoniak hat oder dass das beim Zubereiten nach Urin riecht. Wenn das dann freigegeben wird, kann das ruhig verzehrt werden. Und das ist halt wirklich was ganz Besonderes. Das ist nicht so ein Bentheimer, der ein Jahr alt geworden ist oder ein Spanferkel. Nein, nein, das ist was wirklich ganz Besonderes. Und dazu werden wir heute nur ein paar Salzflocken nehmen. Ich möchte, für mich ist es halt wirklich interessant, das mal zu probieren. Die schmecken auch Fleisch, schön andrücken, von so einem älteren Tier. Und die Farbe und Konsistenz, wir haben uns auch mit dem Bauern unterhalten. Wir waren 2 Stunden auf dem Bauernhof. Ich habe auch wieder Krustenbraten mitgenommen und Stielkoteletts. Also das ist echt der Hammer. Und ich werde euch auch die Seite verlinken, wenn ihr da mal irgendwie seid unterwegs und oder zu Besuch oder Urlaub macht. Ihr müsst da einen Abschnitt. Die haben immer einen Kühlwagen da stehen, da gibt es geräucherte Sachen und ach, einfach nur klasse. So, was machen wir jetzt? Wir werden die ganze Geschichte hier direkt angrillen und dann werde ich, wir haben jetzt halt nicht so viel Fettauflage. Boah, was für, man bekommt sofort diesen tollen Duft. Und dann werde ich hier heute analog, nicht digital, reinstecken in die Mitte und dann werden wir mal auf 56, 60 Grad maximal hochziehen, indirekt. Und dann werden wir die ganze Geschichte aufschneiden und probieren. Also bin ich schon super gespannt. Man braucht wirklich nicht viel, um glücklich zu werden oder glücklich zu sein. Ein Stück Fleisch, aber ein gutes Fleisch. Und ich muss wirklich sagen, immer mehr und mehr, wenn ich mich halt mit diesem Thema, mit der Materie Grillen und Fleisch und Räuchern, allem beschäftige, merke ich, dann bezahlt man lieber für so ein Stück Fleisch fürs Kilo 14 Euro anstatt 2,99 im Supermarkt. Aber dann merkt man das an der Fleischqualität. Und wenn man noch das Glück hat, oh, es klebt noch ein bisschen, wenn man noch das Glück hat, dass man sich dann mit den Bauern, mit den Erzeugern unterhalten kann und Infos bekommt und wieso und weshalb und wie das überhaupt so zustande kommt, dann ist es noch, ja, dann schadet es nicht. Oder was heißt, dann ist es nicht, da bin ich nicht traurig drum, wenn ich jetzt 14 Euro oder 15 oder 16 Euro bezahlt habe. Und ich finde es auch schön, nicht über so einen Online-Handel zu gehen, sondern wenn ich dann beim Erzeuger sofort vor Ort bin. So, ich versuche mal einmal. Ja, das muss noch ein bisschen. Freunde, ich werde das jetzt erstmal grillen. Ich möchte ein schönes Grillmuster drauf bekommen. Und wenn wir das gleich so weit gezogen haben, dann hole ich euch nochmal dabei. Freunde, wir haben die Temperatur erreicht. Wir haben jetzt ja, 60 Grad, knapp 60 Grad. Und ihr seht schon, es ist nicht so, wie man das Bundheimer Kotelett kennt, dass es in Flammen hier aufgeht. Es ist etwas magerer, das Fleisch. Aber die Koteletts riechen und sehen trotzdem super aus. Schaut mal, wie viel Saft. So, jetzt werden wir Folgendes machen. Wir werden anschneiden, so, und probieren. Ich bin da echt gespannt. Also ich kann es nur so wiedergeben,
wie es dann gleich hier ist, weil ich selber habe so ein, ja, sowas Besonderes noch nicht gegessen. So, einmal hier durch, am Knochen entlang. Und dann kann ich euch auch gleich sagen, ob das heiß. Ob das zart ist oder nicht. Also ich glaube, das ist hier eine Sehne, das muss ich gleich auch noch runterschneiden, weil das können wir sonst nicht kauen. Genau, das ist so eine Sehne. Und dann geht's los. Wir werden das Stück Fleisch aufschneiden. Ja, es ist noch leicht rosa innen drin. Aber ich kann es ja gleich probieren und sagen, ich habe auch Angst gehabt, weil das nicht so fett durchzogen ist, dass es dann zu trocken wird. Deswegen habe ich die Kerntemperatur bei so gutem Fleisch bei 56 Grad oder 56 bis 60. So. Von hier nochmal. So, und da ist auch nochmal eine Sehne zwischen. So. Jetzt ein bisschen Pfeffer drüber. Unseren Lieblings-Steak-Pfeffer kann ich allen nur empfehlen. Salz habe ich ja von außen schon gesalzen. So. Und jetzt werden wir mal so ein Stückchen nehmen. Ich versuche es mal. Pfeffer ist mega, ne? Ich rieche das bisschen. Ja, der Pfeffer ist echt mega. Das Fleisch. Es fehlt für meinen Geschmack ein bisschen Fett. Also so ein Fettanteil wie beim so ein Stielkotelett. Es ist saftig. Es dürfte jetzt auch nicht mehr haben. Es ist saftig. Und es ist auch zart. Und es hat keinen Geschmack irgendwie nach, wie man schon sagt, nach Ammoniak oder sonstigem. Super klasse. Warum riecht das nach Ammoniak? Das Fleisch? Wenn die Schweine nicht kastriert werden, ist das dieses, durch diese, dass sie die Bälle noch haben, die Eier. Produzieren die halt, ja, die Eier, produzieren die halt Testosteron und dadurch kann es sein, dass die Schweine, die Eber, dann noch so ein, nach Ammoniak schmecken oder stinken, das Fleisch stinkt dann. Deswegen werden die Eber, die nicht zur Zucht da sind, die werden kastriert. Und mein kleiner Sohn, der isst nur das beste Fleisch und der wartet schon die ganze Zeit auf das leckere Fleisch. Freunde, wenn ihr die Möglichkeit habt, probiert es. Wir werden jetzt ein bisschen naschen und ja, es ist was ganz Besonderes und dann sollte man das auch genießen. Freunde, an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video, bis dahin.